So, ich bin jetzt hier im Helferzelt, Frau Herrmann ist noch hier und informiert sich. Ich glaube, alle sind begeistert hier. Ja. Und dann kommt hier die Hanni. Und die Hanni kommt hier aus Waldbotzheim. Aus Waldbotzheim in der Winzerstraße. Und du bist betroffen? Ja, ich hatte das Wasser erstmal im Keller und dann im Erdgeschoss 80 cm hoch. Ist dir denn geholfen worden jetzt? Ja. Also du bist zufrieden mit uns? Ja. Nee, ich finde das so herrlich, weil du kamst an und deine Augen waren direkt am Strahlen und hast mich kurz begrüßt. Ne? Ja, das musste jetzt sein. Ja, also das ist vielleicht einer der älteren Facebook-Fans von mir. Ne? Okay, ich sage ich nicht. Nee, das sag ohne Sache stand. Oder andersrum die Zahlen, dann kapiert das keiner. 08. Oh, doch schon 08. Da hätte ich nicht gedacht. Aber noch fit, richtig fit, ne? Ja, ich hatte vor 2,5 Jahren eine Hüft-OP. Und den nehme ich sicherheitshalber mit. Ja. Und sonst sage ich gehe frei. Wie sollen wir uns gerade setzen? Ja, dann brauchst du nicht stehen die ganze Zeit. Ja, dann. Möchtest du was zu trinken haben, oder? Nee, danke. Ich hatte gerade eine Tasse Kaffee und das reicht erstmal. So. Man soll zwar viel trinken. Was nimmst du denn jetzt an? Ja. Nein. Darf ich nicht? Nee, hatte ich aber gefragt eben. Ja, aber ich habe damit gerechnet, dass du da zu lange machst. Ja, die Filme sind ja immer sehr lang. Aber wenn du willst, kann ich es auch löschen. Das musst du sagen. Aber ist jetzt genug. Aber du strahlst so eine positive Energie aus. Das freut mich direkt. Ja. Aber wie war das denn vor 8 Wochen? Bist du am Weinen? Nein. Oder am, okay. Ich habe die Tränengrößen, die sind nicht okay. Trennflüssigkeit läuft nicht richtig ab. Ja, okay. Und deshalb. Ja. Jetzt ist das ja 8 Wochen her. Magst du darüber sprechen oder lieber nicht? Wenn nicht, ist auch okay. Ja, das ist ohne das? Mir ist egal, ich kann es auch ausschalten gleich. Ne? Aber dann erfahren die Leute nichts, was vor 8 Wochen war. Schweinhaus. Lieber nicht drüber reden. Nee. Ja, wenn ich jetzt denke, dann fange ich doch an zu weinen. Nee, jetzt fängst du doch an zu weinen. Wir lassen das. Wir halten einfach fest, es ist 8 Wochen her. Wir reden jetzt vom Jetzt. Du wohnst jetzt in Bergheim, ne? Ja. Trostdorf Bergheim. Das heißt, du bist von Verwandten aufgenommen worden, ja, oder? Ja, direkt an dem Donnerstag. Ich war ja erst noch im Haus und mittags hat der Nachbar mich gerufen. Und hat gesagt, also komm, wir nehmen dich mit, hier wird alles evakuiert. Die nächste Welle kommt und die wird noch größer. Und dann wollte ich ja erst nicht, ne? Und dann habe ich gesagt, ja, ist gut, ich komme. Und dann haben die Nachbarn mich mitgenommen bis Heppingen. Mhm. Und dann da in die Auffangstation und die sind weiter. Und die nach Merzig an der Saar, ja, waren die Schwiegereltern. Und ich bin dann da geblieben und musste erstmal mein Handy aufladen, weil das ja leer war, wenn man das braucht. Ne? Ja. Und habe dann hier die Verwandten angerufen und dann haben die direkt gesagt, wir kommen dich holen. Und seitdem bin ich da. Fühlst du dich, also du, dann bist du ja gut aufgehoben sozusagen. Ne? Also du bist nicht abhängig von irgendwem, sondern wirklich nur von der Verwandtschaft und es klappt alles. Ja. Wie kommst du denn, dass du heute hier bist? Weil irgendwas mit dem Gas ist, dass wir hier im Haus sein mussten. Mein Vetter ist schon, der hat mich ja mit hier hingenommen. Ja. Hallo. Hi. Das ist er aus dem ersten Haus, der die erste Welle abgekriegt hat sozusagen. Ja. Der Vorfluter hier. Wie kommt denn an deine Spendenkeller? Sich da hinwenden? Da musst du an das Sozialamt. Die verteilen die. Also das, was jetzt über den T-Shirt-Verkauf eingegangen ist, 140.000 Euro, die sind rübergegangen, oder 100 sind jetzt rüber, 40 kommen jetzt wieder. Und da müsstest du, fragen wir beim Sozialamt nach, bitte. Ja? Ja? Okay. So, und weiter geht's. Hast du das immer noch an? Ist immer noch an. Immer wenn ich das Handy so in der Hand habe, dann ist irgendwas. Ich filme mich selten selber. Manchmal doch. Und wir waren heute, da mussten wir hier hin. Da waren wir dann erst noch. Ich war dann auch. Ich hatte ein anderes Auto. Das Auto war ja auch hier, mein Auto. Ja. Und am Montag haben wir ein neues altes gekauft.
und das haben wir heute zugelassen. Ah, super. Also du bist wieder mobil, kannst selbst hier hinfahren? Das muss ich erstmal wieder üben. Ich bin ja jetzt lange nicht gefahren. Aber du bist so fit, ich glaube, das kriegst du wohl hin, hör mal. Ihr seid ja hier eh von der Ferrari-Fraktion. Ne? Der Heinz im Rollstuhl, der fährt ja auch Ferrari. Ne? Elektrisch. Ja, ja, ich finde das gut. Hier muss man auch mal lachen. Ne? Auf jeden Fall. Und ich finde, das heute ist ein positiver Tag. Ich habe so viel gesehen, was mich wirklich erfreut hat, was sich so geändert hat zum Positiven. Ja. Zuletzt das Gespräch jetzt mit dem ADD hier. Die Frau Herrmann ist ja gerade da gewesen. Hat sich vor Ort mal, genau, die hat sich jetzt mal vor Ort hier informiert und ja, ist, glaube ich, auch sehr positiv überrascht, was sich hier gebildet hat. Und ja, so soll das sein. Ne? Aber doch bald Zeit, ne? Ja. Also ich bin jetzt lieb, ich sag jetzt nichts mehr. Ne? Wir haben eben die Friedenspfeife geraucht. Genau. Nee. Und es muss ja vorwärts gehen. Wir gucken jetzt nur noch nach vorne und nicht mehr nach hinten. Nein, ne? Nein, das darf nicht. Wie gesagt, ich kann auch den Kopf in den Sand stecken. Genau. Ab und zu geht das ja mal rauf und runter. Aber das ist doch eine gute Einrichtung hier, oder? Wunderbar. So, Kaffeekränzchen kann man ja auch halten nachmittags. Ja. Gibt immer Kuchen, habe ich gehört. Ja, ich glaube, das ist aber jetzt nichts mehr da. Ja, der wird gerade von Wespen belagert, sehe ja ich. Ne? Also können wir dir gar nicht helfen. Du bist rundum zufrieden, wie es gerade läuft, sozusagen. Ja, wie es gerade läuft. Wir müssen ja jetzt auch noch wieder Estrich gemacht werden. Im Flur und im Badezimmerparterre musste ja alles raus. Und dann muss er jetzt erstmal trocknen, ehe man da wieder jetzt weitermachen kann. Und heute sind dann die Gucken nach dem Gas, hab dann zusammen mit den Nachbarn, gibt es jetzt einen Flüssiggastank. Ja. Das läuft jetzt auch langsam an. Super. Also hier fliegen dir ganz viele Herzen zu. Hier kommen die ganze Zeit nur Herzen, das ist spannend. Ich sollte dich von allen grüßen. Danke. Die sind halt total begeistert. Das muss ich mir gleich angucken. Ja, in Endlosschleife. Das ist wirklich ein schöner Beitrag, weil du so, du bist positiv, ne? Und ja, das ist einfach schön. Ja. Das brauchen wir hier auch. Ich sag mal, man hat es auf und ab. Ja, aber insgesamt muss ich froh sein, dass es so für mich abgegangen ist. Ja, du hast eigentlich gut gehandelt, weil du bist ja vorher dann weg gewesen, wenn ich es richtig verstanden habe, ne? Nee, ich habe den Donnerstag, von Mittwoch auf Donnerstag war ich im Haus. Ach, warst du doch im Haus? Ja. Weil du sprachst eben von der Welle, die kommen soll und vorher bist hat du... Hat der Nachbar mir gesagt, wie der mich rausgeholt hat, Donnerstagsmittag. Ja, da war die Rede von... Ja, der Staudamm da oben. Genau, ne? Genau. Da hatte ich nämlich das Problem, wir waren ja hier am Arbeiten in der Straße. Ja. Und wir waren ja alleine, ne? Ja. Und auf einmal sagt da irgendeiner... Irgendwie ist hier so ruhig geworden, weil irgendwie in anderen Straßen hast du auch irgendwas gehört wohl. Und dann kam nachher einer und sagte, ja, seid ihr noch hier? Und dann meinte ich, ja, wieso seid ihr noch hier? Und dann meinte er, ja, der Damm ist wohl gebrochen. Dann meinte ich, ja, schön, dass ihr uns auch mal Bescheid sagt. Ne? Genau, und hat mich dann Donnerstagmittags erst rausgeholt. Ja. Aber ist doch alles gut gelaufen. Wir sitzen hier, können darüber reden, andere können es nicht mehr. Ne? Und das ist... Ja. Ich hab auch viel in mich reingefressen, das stimmt schon. Nur weil ich ja auch alleine bin. Hm. Und, ja. Aber du hast einen guten Nachbarn, du bist nicht alleine. Nee, das stimmt. Hm. Das stimmt. Also die sind wirklich, die haben auch eben noch da gesessen, die sind wirklich auf mich auch bedankt. Ist denn diese Dorfgemeinschaft, die ihr vorher hattet, merkst du das jetzt wieder, dass man so Kontakt kriegt? Oder? Ja. Ja, das läuft wieder. Ja. Ja. Auch nach der anderen Seite hin. Also ist schon alles gut. Das ist schön. Das war ein schöner Beitrag. Und, ich mach aus. ich mach aus jetzt. Wir verabschieden uns, ja, ne? Ja. Und quatschen jetzt nochmal eine Runde. So, tschüss.